Der Plan, mit dem Dunbed in den Abgrund zu fahren, ist gescheitert. Simon und Catherine haben beschlossen, nach Omicron zu gehen und stattdessen die Aufzugsplattform nach unten zu nehmen. Aber Simon muss zuerst einen Weg finden, Theta zu verlassen. Und damit willkommen zurück zu Let's Play. Lautes Spiel, Soma. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört. Wir haben uns das alles schon angeschaut und... Warte mal, jetzt will ich mir hier ganz kurz noch... Ja, das ist der... Ah, okay. Gut zu wissen. Ich habe mir jetzt mal in der Zwischenzeit, während ich hier keinen Soma produziert habe, wo ging's lang? Hier nicht. Hier diese Soma Transmissions angeschaut, die auch von Frictional Games kommen. 8 Stück gibt's in der Zahl. Und es sind auch keine mehr. Werde ich gerade gescannt? Was? PDF? Nun ja. Jedenfalls. Ah! Clean Room Suits, Goggles and Mask. Oh, Manager. Okay. Ja, was ich sagen wollte. Ich habe mir ja in der Zwischenzeit mal diese Transmission... Komme ich überhaupt noch dazu, was zu sagen? Diese Transmissions angeschaut. Systemfehler. Und... Ja. Die geben schon einiges an Hintergrundinformationen. Vor allen Dingen, was hier Imogen Reed betrifft. Also der, in deren Körper wir gerade stecken. Hallo? Wer bist du? Und das interessiert mich gerade, da will ich mal kurz rein. Ah, da. Das ist ein bisschen blöd. Mann, was ist das denn hier? Schauen wir uns mal vorsichtig um und suchen etwas Schweres. Diese Musik gefällt mir schon wieder gar nicht. Oh. Das fühlt sich schwer an. Das ist schwerer als der andere Kack. Aha. Ach du Kacke. Wo kommt das Ding denn her? Nein, 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 nein. Boah. Kann dem Ding davonrennen? Heilige Scheiße. Ja, verbinden wir uns jetzt erstmal mit der Wau. Ich erzähle das irgendwann mal, wenn wir wieder ein bisschen ruhigere Gefilde aufgebrochen sind. Da ist es. Ach du Ka... Oh Gott. Ist das Ding ekelhaft. Na. Gott. Gott, ich muss jetzt erstmal rennen.
Oder humpeln, sagen wir es mal so. Oh Gott. Es ist so hässlich und ekelhaft. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, diese verdammten Monster. Wir haben ja schon festgestellt, dass das Ding schlau ist und Türen öffnen kann. Ach du Heiliger, was ist das alles? Ich kann mir gerade nichts genau anschauen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Oh. Wahrscheinlich muss ich zum Main Lift. Ja, hast du mich jetzt gefunden? Ja. Gut. Du scheinst mich nicht mehr zu sehen, du ekelhaftes Ding. Eggers ist nicht alleine. Mindestens 3 zusätzliche Kreaturen, Türen überprüfen und versiegeln die Treppe runter, Shuttle nach Omicron. Ach, da steht's doch. Türen überprüfen und versiegeln die Treppe runter, Shuttle nach Omicron. Okay. Okay, sowas stand hier. Archiprojekt überleben, Personal Selbstmord hindern, Sie und das Team losschicken, also Catherine wahrscheinlich, Personal beschützen, den Rest von Armageddon genießen. So, was haben wir hier? Türüberregung außer Kraft setzen. Zivile Schlosssperre aktiv, verbleibende Ressourcen 0%. Aufgeschlossen, aufgeschlossen. Okay. Ah, jetzt kann ich es aufschließen. Ah. Ja, Sicherheit muss ich glaube ich nicht mehr. Wo sind wir eigentlich gerade? Ach so, da sind wir. Perfekt. Wir sind im medizinischen Labor von M. Frost. Mann, da kommt schon wieder so ein Ding um die Ecke. Untersuchungsraum. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. Schlüsselkontrolle. Kein Chip eingesetzt. Sicherheitsmeldung. Beschädigt, beschädigt. Alarm, Maschinenhanger, ein riesiges Strukturgeleck. Okay. Na, ich lasse mal das hier offen. Boah, jetzt bräuchte ich das Wow-Ding, ne? So, wo ist es? Ich sehe es leider nicht. Aber warte mal, hier ist noch ein Data-Buffer. Den hören wir uns jetzt mal an. I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. Yeah, I shall. Like shaking Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and we'll be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. Okay. Okay, also wir sind da oben. Welche Tür ist eigentlich die raus? Da das wahrscheinlich. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Das wird das Beste daran. Warte mal, mir ging. Halt's Maul. Mir gegenüber ist genau das. Rechts, habe ich ja, glaube ich, gesehen, ist eine Wand. Da geht's nicht weiter. Also, okay, gut.
Omega Management. Main Lift. Oder muss ich zum Main Lift? Security Checkpoint. Was ist da eigentlich? Sicherheit. J. Strohmeier. Alter. Mir gegenüber ist gar nichts. Aber ich bin doch hier. Bin hier, medizinisches Labor. Okay, mir gegenüber sollte etwas sein. Ach nein, hier ist... Hier ist der Eingang. Ah, da müsste da doch eine Tür sein. Mann, geh mal hier zu. Ist aber keine Tür. Das ergibt gerade keinen Sinn. Ich muss erstmal meinen Weg hier finden. Okay. Ach, da bin ich doch gar nicht. Ah, also bin ich hier. Ach so. Gut, dann ist es klar, dass da rechts nichts ist. Das heißt, ich muss einfach die einzige offene Tür finden. Das heißt, ich nehme den rechten Gang einfach runter. Da müsste eine offene Tür irgendwo sein. Ja. Ich muss einfach bloß den Gang jetzt hier runter. Einfach nur den Gang herunter. Am Ende müsste eine offene Tür sein. Ja, hoffen wir mal, dass ich richtig bin. Und ich mich nicht schon wieder verlaufen habe. Hier ist der Main Lift. Something not hooked up right. It's missing a chip or something. Okay, Sicherheitsfehler. Bitte Verbindungschip einführen. Wo komme ich denn her? Strohmeier, Brand, where are you? You got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. Stairs are blocked, and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Ist also wirklich blind? Es reagiert also darauf, dass du es anschaust. Und auf Geräusche. Was steht da? Ich kann das nicht lesen, meine... Oh. Brand new one. Gib mir mal dein Hirn. Er hat denn auch das Ding gejagt. Alter. Rest in pieces, Warn. Rest in pieces. Ich glaube, ich habe jetzt den Chip. Ah,
Aber jetzt muss ich bloß noch... Das ist direkt vor der Tür jetzt. Geil, dass sie die Viecher einem immer entgegenschicken. Alle mal die Luft anhalten. Nicht bewegen. Ich will auch nicht schauen, weil ich weiß, wenn ich sobald diesen kleinen wenig anschaue, rennt es wieder auf mich los und reißt mir, keine Ahnung, meine maschinellen Parts aus dem Körper oder so. Das Problem ist, das Ding steht genau vor meiner Tür. Steht genau da, wo ich es nicht brauchen kann. Verpiss dich! Okay. Now what? I need to format the chip? Oh, fuck. Ah, ich weiß, wo ich das machen muss. Ich glaube, den Weg müsste ich jetzt auch kennen. Ich darf nur nicht so einen Fieber Weg laufen, Alter. Einfach ein bisschen... Ach du Kacke. Was ist denn jetzt los? Okay. Gut. Ist natürlich wieder so ein... Wo muss ich denn das... Da. Bildungschip. Da ist es. Das hässliche Ding. Kann ich den Schlüssel ganz gemütlich formatieren? Ja, kann ich. Gut. Verbindungsstück aktualisieren. Chip einsatzbereit. Perfekt. Ja. So, schauen wir mal. Mr. Ekelhaft ist weg. Sorry, wenn ihr nichts sehen könnt. Aber ich kann genauso wenig erkennen. Ich hoffe, es hat mich nicht gesehen. Ich habe es nur gerade um die Ecke stapfen sehen. Da ist es. Verschwinde. Kann ich hier echt nicht brauchen. Einfach nur weiterkriechen.
Einfach kriechen. Gut, jetzt müsste ich es, glaube ich, geschafft haben. Na, komm. Wow. Das war close. Ich denke mal, das Transportstation, das ist, wo ich hin muss, weil ich muss ja zum Shuttle. Oh ja, ich vertraue diesen verdammten Aufzug nicht. Mir fiel gerade Aufzug nicht ein. Ah, na geil. Ah ja. Andere. Kennen wir das nicht schon irgendwo her? An deiner Stelle würde ich mich einfach... Ach, du Kacke. Schauen wir mal, da unten war nicht mehr, ne? Mensch, Alter, in der Folge kriegen wir richtig aufs Maul. Sack kann ich ja nicht sagen, da wir ja im Körper einer Frau sind. Boah. Brauchst du einen Verbindungspunkt mit der Wau? Irgendwie... Alter, was denn jetzt? Was zur Hölle?